Ich war Freitag auf einer Hochzeit, auf der ersten Hochzeit meines Lebens. Ja, du hast geheiratet, das ist krass, und ich war nicht eingeladen. Ich hab nicht geheiratet. Christian, was hast du gefragt? Du warst erst ein bisschen skeptisch, oder? Also jetzt nicht so negativ skeptisch, sondern so, hey, wie wird das? Ich kenne Hochzeiten eigentlich fast nur entweder aus amerikanischen Komödien oder aus dieser komischen Vox-Serie da. Vier Hochzeiten und ein Tod. Nee, nicht Tod, es war eine Traumreise. So ging's. Der Bruder von meiner Freundin hat geheiratet. Und ja, die haben nicht kirchlich oder so geheiratet, sondern dann nur irgendwie, keine Ahnung, auf so einem Gutshof, dann das Jawort sich gegeben, gut ist. Aber danach, die Feier war halt, die haben das irgendwie total clever gemacht. Die haben ein Grillbuffet gemacht. Haben die kirchlich geheiratet? Nee. Hat er doch vorhin erzählt. So. Auf dem Gutshof, okay, dann ist amtlich. Ach so, auf dem Gutshof. Ja, okay. Okay, das habe ich echt nicht also das mit dem Gutshof habe ich schon gehört, aber ich habe das nicht gehört. Das war nicht kirchlich. Ey, war ich auch Pastor da? Nein! Nee, aber hast du dein Geschenk wieder rausgehabt am Ende? Ich dachte halt irgendwie, so Hochzeit ist halt irgendwie so steif oder keine Ahnung, alles ist immer so, weißt du, so Massenveranstaltungen sind dann immer, keine Ahnung, aber das war alles irgendwie locker, easy und die richtigen Leute waren da. Steife ist erst in der Hochzeit. Vielleicht hast du die auch, vielleicht hast du die auch voll daneben genommen, was du getrunken, dass nur du das nicht mitbekommen hast. Ja, nein, wie bei Home Mother. So wie bei Dick Figures oder so, weißt du? Ja. Wo, hey Baby, klopf, klopf, wer ist da? Sex mit mir. Boom. Aber in Wirklichkeit ist das Peter erste Mal. Klopf, klopf. Das wäre bei mir nicht das erste Mal, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, aber es war diesmal nicht so. Das habe ich daran erkannt, dass meine Freundin am nächsten Tag nicht sauer auf mich war. Ach so, okay. Klopf, klopf, wer ist hier? Sex, wer? Boom. Sex mit mir, Junge. Soll ich gucken? Oh, das ist so geil, Alter. Die Folge. Boah, die, wenn ihr die nicht kennt, sucht mal nach Dick Figures Panda. Und ich war... Oh, also geil. Hochzeiten sind viel geiler, als ich gedacht habe. Die sind einfach nur mega fucking awesome. Bram ist, können wir direkt in die Notaufnahme geben schon mal. Bram kriegt gleich wieder Nasenbluten. Boah, Alter, das muss direkt wieder persönlich werden, ja. Ich sag, ich kündige es nur schon mal an. Burgbunjongjol oder französische Zwiebelsuppe. Dankeschön, Konnichiwa. Du kannst aber gut Französisch. Er eskaliert halt vollkommen, ne? Ja, aber wirklich. Ich hab's wieder. Alles gut. Alter. Ich hab's wieder. Nope. Okay. Ich kann mir das Bild nicht vorstellen, wie der noch auf seinem Rechter sitzt. Tief okay, durchatmen. So, war ein bisschen lustig. Muss ich mal kurz schmunzeln. Max, wie war denn bei dir so die Woche? Weil hast du irgendwas Spezielles getrieben? Ich? Ja. Ich habe gestern ein Konzert gestern gespielt in Reutlingen. Wo denn? In Reutlingen bei Stuttgart. Das Reutlingen-Kabinett. Ja. Habt ihr kirchlich geheiratet? Wie war's denn? Also war geil oder nicht so? Irgendwie spiele ich jeden Sommer in Reutlingen. Ich weiß nicht warum, aber es war sehr, sehr gut. Also es hat irgendwie sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Leute waren sehr gut. Das war zum Uni. Ich war gestern zum ersten Mal in der Universität, wo ich die studiert habe. Ja! 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 Ja!